Ach, Mann. Naja, okay. Guck mal, da ist ein Gegner. Und bisher habe ich meine meisten Kills aus der Spawn-Area rausgemacht. Vielleicht sollte ich die einfach nie verlassen. Immer eine gute Idee, oben lang zu laufen. Guckt nämlich keiner hin. Oh, shit. Lass mich zurück. Ich habe immer so grandiose Ideen, wie ich meine Armee, meine Leute retten kann. Und immer in dem Moment, wo ich ankomme. Nope. You're going to die. Warte, genau, es war F1? Nur eins? Das waren die Waffen. Tab. Ich habe doch gerade irgendwas... Ah, hier. Also, es war auf die Teammates, genau. Na gut, nehmen wir weiter. Infiltrieren wir mal kurz unsere nicht mehr lange eigene Basis. Komm, wir laufen jetzt. Take a run for it. Mal wieder. Oh, shit. Feuer, 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 Feuer. Explosionen überall. Medic. Nicht anwesend. Solange ich noch lebe, sterbe ich mal. Okay. So viel zu dem Plan. Ich glaube, mein erster Plan mit einfach nie die Spawn-Area verlassen ist noch am besten. Zumindest solange ich hier irgendwelche Gegner sehe. Ja, der ist tot. Solange ich Teammates vor mir fallen und sterben sehe, sollte ich mich nicht zu weit von der Spawn-Area entfernen. Okay, da sterben Leute, das ist in Ordnung. Wow, wie viele Weisheiten ich hier auf einmal raushaue, ist auch interessant. Ah, Mann, okay, ich muss nicht höher ziehen, als der Kopf ist. Ich kann die einfach so nacheinander wegsnipen. Was ist los? Was war das? War das eine Blendgranate? Gibt's hier so? Das gab's früher nicht. Ich habe noch nie eine Blendgranate abbekommen. Deswegen war ich so leicht verwirrt, was das ist. Aber, komm, wir bleiben einfach hier. Das hat gut funktioniert. Während die da allesamt versuchen, uns irgendwie hier rauszudrängen. Alter, wie oft noch? Ich muss nicht höher ziehen, als ich muss. Da waren gerade Granaten! Okay, sie haben, glaube ich, mitbekommen, dass ich da stehe. Ist so eine vage Vermutung. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Aber ich glaube, sie könnten es mitbekommen haben, dass ich da gestanden habe. Komm, gehen wir mal nach oben. Ist ja auch noch mit Spawn Area. Irgendwie kann ich mich gerade nicht aufstellen. Bombengranaten, aua. Ich will doch nur leben. Warum sind sie alle so böse zu mir? Oh, und wir haben die Facility verloren. Well, fuck. Überall, wo ich hinkomme, verlieren wir anschließend. Das ist irgendwie nicht so geil. Ich glaube, es sind einfach gerade wirklich zu wenige Leute. Wenn wir mehr wären, sollten meine paar Fehlschüsse auch gar nicht so einen großen Unterschied machen. Dann sollten meine Teammates nämlich eigentlich auch die Gegner zurückdrängen. Und nicht nur ich irgendwas machen. Was? New Colloquemate irgendwas. Okay. Hier ist nichts, da ist nichts. Okay, wir müssen irgendwie wieder das Ding zurückerobern, würde ich mal meinen. Wahrscheinlich können wir den Sniper-Schuss absolut nichts dagegen ausrichten. Guck mal, frisst die. Fällt er rein? Nein, ich habe ein Teammate getroffen. Ach, Mann. Okay, wir brauchen irgendwas gegen die scheiß Tanks. Also nehmen wir wieder den Heavy Assault. Holen wieder unsere Granaten raus. Und feuern, was das Zeug hält. Versuchen den Thunderer irgendwie zu verteidigen. Die werden hier noch ein paar Mal ihre Runden fahren, ne? Ah, shit. Da habe ich mich selbst getroffen. Ich habe häufiger mich selbst als den Gegner getroffen mit den Raketen. Das ist doch nicht Sinn der Sache. Hi. Wieder nicht getroffen. Auf primäre Waffe wechseln ist auch nicht so schlau in so einem Kampf. Egal, Kill von der Seite. Habe ich sie effektiv flankiert. Ich sollte mir auf den Kopf gehen. Und heilen. Rutsch mal hier mal kurz runter. Rutsch mir doch den Berg herunter. Den Berg herunter. Den Berg herunter. Heilt mich mal jemand? Nein? Okay, dann muss ich kurz Kills machen. Oh. Easy, sage ich doch. Skiller. Oh, da ist er. Oh, die perfekte Idee, ihn einfach in die riesengroße Menge an Teammates reinzuballern. Ja, ich habe gerade die COD-Krankheit. Oh, ich habe einen Schuss verballert. Ich muss nachladen. Tatsächlich beim Raketenwerfer ist das so. Genau, einfach mal alles auf den Thunderer schießen, was wir so haben.
und hoffentlich so ein bisschen treffen. Nein, natürlich ist der gerade kaputt gegangen, den wir angegriffen haben. Wie die alle nicht treffen können. Ah, okay, man muss höher schießen als sonst. Alles klar. Ila! Warum müssen wir unbedingt in dieser Senke starten? Guck mal, da hinten ist noch irgendwer. Und, oh, guck mal. Ich muss kurz nachladen. Wartet mal kurz. Ich kann gerade nicht. So, jetzt kann ich. Nächster Kill. Habe ich noch einen Schuss? Ich habe keinen Schuss mehr. Okay, warte. Zack, Resupply. Der ist weg, da ist weg. Also wie viel hier ist? GG, surrender. But never surrender. Habe ich schon wieder ein Teammate getroffen. Wie kann ich Teammates treffen, wenn ich auf feindliche Panzer schieße? Das war geil. Also auch wenn ich nichts gemacht habe, auch so verwirrt hin und her rennen, das war geil. Autospawn. Schnell, ich muss da wieder hin. Ja, genau da. Dankeschön. Schön, dass ich bei Autospawn auch nochmal selber drücken muss, dass ich da hin will. Ich glaube, wenn ich zu hoch gehe, bin ich auch ein leichtes Ziel für die Gegner, ne? Das heißt, einfach mal nach oben stürmen, Kill holen und zurückrennen. Und hoffen, dass keine Granate angeflogen kommt. Apropos Granate. Sehe ich Gegner? Ich sehe Gegner. Das war wieder die Teammates rein, oder? Passiert. Healer? Healer? Hier, Healing. Schnell, viel und effektiv. Muss ich mir halt Auto heilen. Auch nicht so schlimm. Hier, da hinten ist wieder ein Thunderer irgendwo. Muss ich mich bloß auf eine halbwegs erhöhte Position stellen. Lass mich kurz durch. Dankeschön. Dahin. Flatschtreffer. Don't mess with me. Easy. Kill Assist. Dann sehe ich halt irgendwo einen Sniper, wo ich sehe ihn nicht. Ist mir egal. Ist das überhaupt nur ansatzweise soweit? Nein, das war zu hoch. Okay. Also man muss halt die Flugkurven kennen. Oh, 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 Reviving. Du revivest den richtigen, aber er hat aufgehört. Wieso hörst du mit den schlauen Sachen auf? Ich bin noch wichtiger als alle anderen. Oh, oh. Vielleicht auch nicht. Aber ich müsste eigentlich getroffen. Wieso habe ich da keinen Treffer? Oh. Hab wieder irgendwas mit Definery gemacht. Okay, ich habe schon wieder... Wie habe ich da einen Ally getroffen? Ich habe in die Gegner reingeballert. Ah, ich habe einen Spion erwischt. Einen eigentlich den Gegner angehörenden, doch eigentlich auf unserer Seite steht ein Doppelspion. Wenn man diesen trifft, trifft man zwangsweise einen aus seinem Team. Aber auch gleichzeitig die Gegner. So easy ist das. Und jetzt kommen wir auch mit Panzer an. Verdammt. Pro-Tipps, mal gleich wieder Pro-Tipps stehen, die einfach von allem überdeckt werden. Fuck you, Thunderer. Ich glaube, der Thunderer ist gerade explodiert. Ich habe da dieses ungute Gefühl, dass irgendwas hinter mir groß Boom gemacht hat und wir einfach wieder überrannt wurden, da wo wir gerade standen. Ja, ich glaube, dieser Ladebildschirm gibt mir auch durchaus recht. Ach du Scheiße. Ey, das war wenigstens... Ach du Scheiße, nicht schon wieder. Das war wenigstens geil. Da konnte ich wenigstens ab und zu ein bisschen Punkte sammeln und Kills machen. Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt hier wieder machen werden kann. Okay, der steht hier und schießt. Wo ist der Gegner? What the fuck, 3 times in a row, kill my high BTR. What is wrong with you guys? Alles. Ach, komm schon, explodiere. Oh, ist schon explodiert. Okay, dann going up. I can't remember. You better crew. You better. Ich werde abgeschossen. Dance. Okay, das heißt, das war eine doofe Idee. Sag ich doch. Sobald ich hier bin, sterbe ich wieder dauerhaft. Ne, warte, dann spawnen wir hier nicht. Ah, wir haben es eh verloren. Wow. Aber es ist nicht nur meins. Wir haben alle gerade keine Chance. Was es nicht unbedingt besser macht, aber hey, ich habe eine Ausrede. Nicht ich bin dran schuld. Mein ganzes Team ist gerade scheiße. Hier kann ich nirgendwo spawnen. Okay, dann Deploy beim Thunderer, wo auch immer das gerade ist. Secure C. Mir scheint gerade irgendwie... Ich bin aber auch perfekt hier, Leute. Also wer auch immer das Ding gesetzt hat, meinen größten Respekt. So genau hätte ich niemals irgendwas geil setzen können. Sehe ich wieder schon nicht, wo das Ding einsteckt. Ich wollte ein bisschen die Flugkurve austesten, aber wie es aussieht, wird das nichts. Warte, erst fertig nachladen. Vielleicht brauchen wir es nachher noch, denn da kommt schon wieder was angefahren. Sehe ich auf der Karte. Komme ich hier irgendwie hoch? Komm schon, komm schon, komm. Ich vertraue auf dich. Nein, okay.
Du kannst den die Wand nicht, den Weg nicht verlassen. Durch Wand. Ich, oh, guck mal, der Thunderer fährt drüber. Dein Fehler. Kill den Ally. Wie? Also doch, ich weiß wie, der stand daneben. Aber das ist doch nicht... What the fuck? Fahr mich doch nicht um. Oh, ich habe mich selbst abgeschossen. Aber fahr mich doch nicht um. Stehe ich hier gut? Oh. Hallo. Hellas, Leute. Ich mache tatsächlich Schaden. Alles klar. Ballern wir das ganze Magazin darauf. So, halbwegs. Nimm kurz die hier. Halt sie mal kurz für mich. Hat der gerade alles wieder geheilt? Ach Mann, ist doch scheiße. Das habe ich eigentlich als F. Stimmt, ich hatte ein Schild auf F. Hallo? Könntest du mich bitte nicht ignorieren? Das ist sehr nett von dir. Ich habe nämlich auch Gefühle. Und es ist scheiße, ignoriert zu werden. Lass mich kurz nachladen. Sehr freundlich von dir. Und mal kurz Kuckuck. Das war zu weit Kuckuck. Der eine wusste noch, dass ich da stehe. Verdammt! Ey, hey! Der nächste Kill. 9 Kills. Ich bin stolz auf mich. Ich werde immer stolzer. Ich brauche nicht mehr für jeden Kill 10 Minuten. Es geht jetzt teilweise schneller. Solange ich halbwegs gut positioniert bin. Ich komme hier doch bestimmt irgendwie hoch, ne? Hier unten kann ich weder A noch B noch C verteidigen. Normalerweise gibt es dann immer irgendwo da hinten einen Weg nach oben. Ich weiß nicht, ob der Heavy Assault wirklich so eine gute Wahl für mich war. Bin ich oben? Ja, ich bin oben. Sehr schön. Aber wir werden jetzt einfach weiterspielen und irgendwie versuchen, auf A zu kommen. Alter, da geht's schon wieder so fucking hart ab. Werfen wir mal die Frag dahin. Ja, wahrscheinlich wieder ein Teammate treffen. Nein, tatsächlich gar nichts. Ein Wunder. So, da mal kurz draufballern. Wahrscheinlich wäre da ein Raketenwerfer besser gewesen. Oh nein, der Schildgenerator wurde überladen. Nicht gut, aber das Ding will ich jetzt wenigstens noch halten, ohne Scheiß. Das kann man so ja nicht angehen, dass wir alles verlieren. Ah, dass ich so Assist-Kill bekommen. Kill-Assist, so rum. So, fertig nachgeladen, sehr schön. Dann, der wird gerade wiederbelebt. Sie kann gleich wieder umfallen. Jesus! Und er ist tot. You ain't coming up again. So, dann gucken wir mal kurz hier um die Ecke. Ich sehe nichts. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Wir haben das echt gut verteidigt. Sagt er mit Blick auf die Map links unten. Wo zu viel abgeht. Alter, so viel Rot. Wir müssen den Schildgenerator eigentlich kriegen, ne? Wo ist er? Da hinten. Muss repariert werden. Alles klar. Teammates, we can do this. Stay positive. Stay alive. Ich hab F vergessen. Ah, Spezial. Oh, auf ewig vereint. Ist der andere weg. Okay. Nein, nicht Thunderer. Doch, ich muss zum Thunderer. Muss hier irgendwie hochkommen. Er steht tatsächlich beinahe gut. Also, wir müssen irgendwie den Schildgenerator wieder reparieren. Wenn wir das hinkriegen, sind wir gar nicht mal so scheiße. Wir haben allerdings nicht mehr sehr viel Zeit dafür. Vielleicht wäre der Sneaker wäre vielleicht ganz schlau, aber bringt halt auch nicht so viel, weil dann stehen wir da und können uns trotzdem angreifen. So, jetzt müssen wir uns erstmal irgendwie unseren Weg rausshooten. Und das ist schon schwierig genug. Ist hier zufällig ein Heiler drin? Ganz zufällig? Nein? Gut, dann autospawn ich mal kurz und komme selber als Heiler wieder. Weil der kann immerhin auch ein bisschen Schaden machen und vielleicht reicht die Heilung aus, um irgendwas hinzukriegen. Warum steht jetzt eigentlich gerade auf 5 Sekunden? Ich glaube, wenn wir C wieder einnehmen, können wir die hier sogar rausdrängen. So wie ich das momentan verstehe. Aber jetzt ist der Generator destroyed, jetzt sind wir am Arsch gefickt. Was wir zwar eh schon waren, aber jetzt sind wir es auch härter, weil jetzt können die nämlich hier kommen, was den Sachen bringt. Und bestimmt irgendwie hilfreich ist. Warte, ich bin Medic. Ich stehe nicht hier. Du bist voll. Du bist tot. Nicht mehr lange. Ich schaff das. Easy. Du da ebenfalls. Wenn ich schon nicht killen kann, dann will ich jetzt wenigstens mal kurz am Ende alle reviven. Nennt mich einfach Mercy. So halbwegs. Alter, wie oft hier was reingeballert kommt. Ich muss retten. Komm schon. Sehr schön.
La 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 la. Willkommen zurück im Leben. Ich mag dich sehr. Was ist mein F? Keine Ahnung. Ich mach irgendwas. Stand nicht da. Okay, die haben scheinbar alle schon. Du bist. Oh, du bist aus gutem Grund tot. Puh. Ich glaube, die wollen gerade ziemlich hart A. Kann das sein? Sieht zumindest so aus. Ballern wir einfach mal da drüben rein. Siehst du, da stehen nämlich schon wieder Leute auf. Finde ich komisch, wie die alle von den Toten regelmäßig wieder... Hi, Bro. Auferstehen. Hier, ich halte das mal kurz wieder zurück. Bevor mir noch die Waffengewalt entzogen wird. Oh, da ist ein Gegner. Mein Teammates, Gegner heilen. Nicht schlau. Puh. Du bist tot. Komm mal zurück. Ich gehe mal ein paar Schritte nach hinten. So. Willkommen. Und... Oh, er ist schon wieder tot. Guck mal, hier für dich. Ah, das ist zu weit weg. Fuck. Sorry, du bist auf ewig tot. Du hast dich zu weit weggetraut beim Sterben. Dankeschön, jetzt bist du hergesprengt worden. Oh, fuck, schade. Fuck, Shia Woods. Hallo. Spawn mal bitte. Spiele Fleischpanzerung. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Weil wir alle, die ich hier sehe, volles Leben haben. Oder tot sind. Eins von beiden. Getrennt geht... Oh, guck mal, hier konnte ich Heilung geben. Getrennt geht das gefühlt nicht. Zusammen geht's auch nicht. Aber eins von beiden muss immer sein. Also wie die halt auch einfach C haben. Eine Sekunde, null Sekunden. Facility die defended. Yo, easy. Defended. Zeta. Ohne Probleme. Jetzt müssen eigentlich alle Gegner innerhalb von ein paar Sekunden auch sterben. So wie ich das... Oh, verdammt, sorry. So wie ich das einschätze, das Spiel. Oh, guck mal. Ich hol dich mal zurück, weil ich weiß, du magst das. Es wäre so geil, wenn sich irgendjemand redeployen will und ich einfach wiederbelebe. Ah, er kann ja ablehnen, ne? Komm schon, gegenheilen. So gut, wie es irgendwie geht. Regeneration Level 1. Was auch immer. Will nicht sterben. Ich bin ein Medic, ich darf nicht sterben. Medic! Dankeschön. Siehste, wir Medics verstehen uns. Wir heilen uns gegenseitig. Rennen wir hier mal kurz rüber. Holen wir den mal kurz zurück. Siehste, spiele ich einmal Medic, läuft's direkt. Verdammt, das kann ich nicht heilen. Das Ding da. Sehe ich Gegner? Ich nehme mal kurz in den ihr Schutzschild rein. Ich belebe die mal nicht wieder. Oh, guck mal, da ist ein Gegner. Easy. So. Assisted. Jetzt will ich ihn auch nochmal ein bisschen sharp shooten. Wird nämlich sharp geschossen. Was? This content has been conquered by... Okay. Kann sein. Keine Ahnung. Falsche Waffe. Verdammt, ich wollte dich heilen, nicht eben schießen. Wenn das so ein normaler Doktor macht, ist das, glaube ich, ziemlich hart am Arsch. This content has been conquered by the combined might of the Venusovert. Das sind die Lilan, okay. Die hacken auch auf jeden Planeten, steht im Chat. Alles klar. Ja gut, wenn wir hier so harte Probleme haben, würde ich sagen, wir redeployen mal. Allerdings machen wir das erst im nächsten Part. Das war doch jetzt erstmal eine sehr angenehme Session. Ich glaube, ich schieße noch so lange weiter, bis ich tot bin, um Endbildschirm zu haben. Das kriege ich noch irgendwie hin, auch wenn das Ding da in der Mitte so ein bisschen scheiße ist. Keine Gegner, keine Gegner. Hier ist ein Gegner! Hallo, Fellas! Ja, das war jetzt klar. So, mit Explosion am Ende. Schön. Seht ihr? Revive, 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 revive. Alles klar. Ich weiß nicht, wie viel Speicherplatz ich noch habe, weil ich das neue Programm noch nicht kenne. Deswegen muss ich jetzt erstmal deslinen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War zwischendurch ein bisschen durchwachsen, nicht ganz so witzig, gebe ich zu. Aber es hatte seine tollen Stellen. Und ich denke, wir könnten hier auch nochmal ein bisschen was Cooles machen. Wenn wir einen neuen Planeten finden. Und vielleicht das nächste Mal spielen, wenn nicht so viel los ist und wir nicht von Team Rot und Lila und allen überrannt werden. Und vielleicht ein paar von meinem Team online sind, dass ich nicht alles alleine machen muss. Ich meine, ich habe gecarried, so hart wie es ging. Aber ich war halt nicht hart genug. That's what she said. Und damit, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir bitte Bescheid. Wenn nicht, Feedback, lieben gerne die Kommentare. Und ansonsten, adios amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.